Ja, grüß Gott aus dem MOBA-Keller. Ja, ich bin ja zurzeit dabei, meine provisorisch aufgebaute Anlage zu testen und habe in der letzten Woche oder im letzten Monat auch sehr viele positive Rückmeldungen zum Video bekommen oder zu den Videos bekommen. Gibt jetzt, glaube ich, einige, die über Deutschland hinweg diese Schattenbahnhofssteuerung mit dem Bremsmodul nachbauen und schon nachgebaut haben. Und auch einige Anfragen waren jetzt schon zum Gleisplan. Also von daher freut es mich, wenn euch das soweit ein Stück weit hilft. Ja, ich habe meinen Testaufbau hier unten, ich habe es ja letztes Mal gezeigt, provisorisch gemacht. Und habe jetzt hier, ich drehe mal die Kamera rum, ein Stück aus den Schienen rausgenommen. Ihr kennt ja diesen Testaufbau noch. Hier steht übrigens meine Neuanschaffung, mein Talentzug im Bewegt-Design, also hier Baden-Württemberg. Mit dem Zug fahre ich normalerweise oft ins Geschäft, allerdings nicht mit dem, sondern mit dem Stadler. Aber den Stadlerzug gibt es ja wohl noch nicht. Und jetzt habe ich halt den Talent genommen hier von Pico. Und der bekommt jetzt heute vielleicht noch einen Sounddecoder eingebaut. Pico-Decoder kommt raus. Aber ich wollte ja euch meine Baustelle zeigen, nämlich hier. Da ist normalerweise eine Kreuzung drin und ich habe ja bei mir zwei Kreuzungen. Das war ja auch die Herausforderung, das entsprechend in die Programmierung reinzubekommen, dass es da keinen Crash gibt. Einmal eine Kreuzung, wo es hier aus dem Schattenbahnhof rausgeht in die Parade 1 oder in die Parade 2 bzw. auch reingeht. Und hier haben wir nochmal eine Kreuzung, die ist noch eingebaut und mein mittlerweile beliebtes Kabelgewirr an den M84, M83. Ja, was hat es mit der Kreuzung auf sich? Gehen wir an den Basteltisch kurz zurück. Ja, und das ist hier meine alte V60. Das ist noch ein ganz altes Mädchen. Älter wie ich. Die ist, haben wir noch so einen Aufkleber drauf. Mal gucken, ob ich es scharf bekomme. 63, Januar 63, genau, ist ein Aufkleber unten drauf. Hatte ich jetzt mittlerweile auch digitalisiert, also das Gehäuse und so weiter ist alles noch original, aber das Innenleben ist komplett neu. Hat auch eine LED-Beleuchtung bekommen, habe ich mir hier aus dem Kreis von einem Hersteller besorgt mit Rotlicht und also rotem Rücklicht und Fahrtlicht und Beleuchtung der Fahrerkabine. Also das sieht jetzt richtig, richtig gut aus. Ja, und das Problem war eben, dass diese Lok hier auf der dieser Kreuzung, ich zeige dir hier mal, regelmäßig einen Kurzschluss verursacht hat. Also wenn ich vor allem in der Langsamfahrt drüber gefahren bin, blieb die Lok stehen und es gab einen Kurzschluss und die CS3 hat sich dann sicherheitshalber deaktiviert oder eben abgeschaltet. Ja, ich habe mir dann mal die Räder angeschaut und die Achsen von dieser Lok und auf dem Rollenprüfstand hat sich dann eben gezeigt, dass zwei Achsen hier ziemlich eiern. Das war wirklich wie im Fahrrad so ein Achter. Und dann dachte ich, okay, dann gibt es hier vielleicht ein Kontaktproblem an der Stelle oder die Lok wird ein Stück weit angehoben. Also es war einfach ein bisschen unsauber, hier auch genau den Grund rauszukitzeln. Deshalb habe ich mich dann dazu durchgerungen, zwei Achsen zu tauschen, habe mir dann einen Radabzieher ausgeliehen vom MOBA-Kollegen und das ist ja ein ziemliches Gefummel, aber es hat dann ganz gut funktioniert. Habe mir eine V60 im eBay bestellt, die liegt jetzt drüben zerlegt und die habe ich dann als Teilspender verwendet und habe da jetzt eben zwei Achsen und vier Räder aus der anderen V60 eingebaut und auch gleich noch eine Telex-Kupplung gewechselt. Also von daher ist das jetzt hier alles wieder richtig gut und die fährt jetzt auch richtig sauber und eiert auch nicht mehr. Aber das Problem war bei der Langsamfahrt trotzdem, die fuhr hier also bis zu dieser Stelle ungefähr und dann hat es Klick gemacht und es war ein Kurzschluss und die CS3 ist auf Standby gegangen. Ja, ich habe dann zig Probefahrten gemacht, also sobald man ein bisschen schneller drüber fuhr, ging es natürlich, weil da rutscht es drüber, aber es gibt trotzdem diesen kurzen Kurzschluss und wenn dann noch die M84 dranhängen an der Anlage, dann schalten die auch kurz ab. Also das ist ungut und soll so auch nicht sein. Hab dann lang hin und her probiert, bis ich dann
den Fehler gefunden habe, der ist eigentlich recht simpel und eigentlich hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Räder tauschen müssen oder die Achsen tauschen müssen, weil man sieht es hier ja auch sehr schön, bei dieser Kreuzung ist ja eines, ich habe ja hier die Masseleitung drauf, das heißt, wenn der Zug von da kommt und der Schleifer da drüber rutscht, dann gibt es eine Verbindung zwischen da und den Pucks hier, Puckos, und dann haben wir natürlich einen Kurzschluss. Passiert normalerweise nicht, weil man sieht es, hoffe ich, gehe mal ein bisschen näher ran, so, die werden hier immer ein Stück weit höher, das heißt, der Schleifer wird angehoben, geht dann hier drüber und geht dann auf der anderen Seite wieder in die Grundstellung, das heißt, da rutscht er wieder nach unten. So, und da diese V60 einen relativ langen Schleifer hat, hat dieses Anheben dazu geführt, und das sieht man eigentlich fast nicht, also da musst du wirklich fast unter die Lok runterkriechen, dass der Schleifer hier hinten nach unten gedrückt wird, also angehoben wird, und da, wo jetzt dieses schwarze Plastik ist, da ist die Schraube der Telex-Kupplung, und der Schleifer hat also kurz auf die Schraube der Telex-Kupplung gedrückt und hat einen Kontakt ausgelöst, und das ist natürlich Masse, und dann haben wir natürlich den Kurzschluss gehabt. Also, kurze Lösung, habe hier ein Stück Isolierband auf die Schraube draufgeklebt und das funktioniert jetzt also bestens. Ich stelle die Lok mal drauf und lasse die jetzt mal, ich muss die CS3 anmachen und lasse die da jetzt mal richtig schön langsam drüber fahren. So, CS3 ist jetzt an, machen wir das Licht noch an von der Lok, dann sieht man auch die LED-Beleuchtung schön und jetzt lassen wir die mal in richtig schöner langsamer Fahrt über die Kreuzung hier drüber rauschen und genau an der Stelle hat es jetzt immer den Kurzschluss gegeben und man merkt eben gar nichts, die Lok fährt ganz normal drüber, zieht den Wagen drüber und damit ist das Problem erledigt. Also das war jetzt hier wirklich eine ganz kleine Ursache, aber mit großer Wirkung. Aber letztendlich hat die Übung jetzt dazu geführt, dass ich eben auch Achsen abziehen und wechseln kann. Und ich werde mir jetzt auch so einen Achsabzieher oder so einen Radabzieher besorgen. Ist zwar mal ein bisschen Fummel, aber es funktioniert ganz, ganz gut, wenn man es dann mal gemacht hat. So, dann lassen wir jetzt die V60 nochmal in die andere Richtung fahren und den Haribo-Wagen über die Kreuzung schieben. Und dazu schalte ich jetzt auch nochmal das Rotlicht ein, macht das große Licht mal aus, dann sieht man das ein bisschen besser. So, Rotlicht an. Hier, wunderschön. Also das hat richtig gut funktioniert mit diesem Umbausatz. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt lassen wir die mal schön langsam losfahren. Und schauen, dass die hier sauber über die Kreuzung drüber kommt. Ja, und wunderbar, ohne Kurzschluss. Also das Problem haben wir jetzt gelöst und das war jetzt ein bisschen nervig. Ich habe noch eine andere Lok, da ist ein ähnliches Problem, aber ich vermute mal, die habe ich jetzt noch nicht angeschaut, aber da dürfte das gleiche sein, dass ich da ein Stück isolieren muss unter dem Schleifer und für euch jetzt nochmal zur Info, falls ihr auch so ein Problem habt, dann kann man das eben mal prüfen, ob das an dem liegt. Ja, das war mal die erste Geschichte, die ich jetzt klären musste. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Da bin ich gerade dran und zwar mein M84 hier hinten oder einer meiner M84, der schaltet nicht zuverlässig. Beziehungsweise drei Signale schalten nicht zuverlässig. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Haribo-Lok habe, die steht am Signal 10, S10, dann geht das Signal auf grün, das zeigt es mal auf der CS3 an, aber die Lok bleibt stehen und der M84 hat auch nicht richtig umgeschaltet. Jetzt bin ich dann auf der Fehlersuche, in was das liegt. Entweder ist der M84 defekt, kann ja mal passieren. Oder, was ich jetzt schon vermutet hatte, es liegt vielleicht an meiner Stromversorgung. Gut, am chaotischen Verkabelungssystem kann es eigentlich nicht liegen. Ich kann es ja nochmal herzoomen, weil ist ja dem Strom egal, ob er jetzt hier sauber verlegte Kabel hat oder ein Chaos-System. Richtig angeschlossen ist auch alles. Die schalten auch, wenn man es jetzt so mal probiert, alle richtig durch. Und mit der Stromversorgung
war jetzt so ein Gedanke, aber eigentlich dürfte das jetzt hier noch nicht das Limit dieser Stromversorgung sein. Ich habe mir jetzt mal noch so ein externes Netzteil geholt. Für später brauche ich das sowieso. Allerdings kann ich es noch gar nicht anschließen. Ich dachte eigentlich, da ist ja außen so eine Buchse dran in diesem M84. Ja super, da kann man gleich so ein Netzteil ran machen. Hier ist die Buchse, rechts sieht man die, also das Runde. Aber so einfach geht es gar nicht. Man braucht ja doch diese Universalversorgungseinheit, die man da dazwischen steckt. Das heißt, die kommt dann noch hier ran. Also so muss man es offiziell mit Strom versorgen. Also hier nur das Netzteil rein, funktioniert nicht. Oder man soll es nicht tun, es geht wohl anscheinend, aber da gibt es wieder irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder Vorschriften. Allerdings frage ich mich dann, warum der Hersteller dann so einen Anschluss hier vorsieht, wenn man es da sowieso nicht anschließen soll. Aber ja, man muss sich da nicht immer wundern, manchmal sind die Dinge halt ein bisschen kurios. So, mein Testbetrieb, der läuft jetzt und jetzt will ich mal nochmal schauen, wie der Stromverbrauch ist. Also es sind jetzt einige Lokomotiven gleichzeitig im Einsatz und die M84, M83, die schalten hinten auch, die Weichen schalten teilweise. Aber wie man hier sieht, ist alles im grünen Bereich. Der Stromverbrauch ist also lang nicht ausgereizt. Also es kann an sich nicht an einem zu hohen Stromverbrauch liegen. Warum die M84 nicht durchschalten, also manchmal nicht durchschalten. Ich habe die jetzt nochmal richtig sauber zusammengesteckt. Vielleicht waren die auch nicht richtig in Kontakt. Jetzt scheint die Anlage zu funktionieren. Ich habe jetzt also keinen Ausfall mehr von irgendeinem Signal festgestellt. Ich lasse jetzt die Züge auch gerade ein bisschen langsamer fahren, damit ich die einzelnen Abläufe besser hier nachvollziehen kann. Aber es scheint jetzt durchaus zu funktionieren und ich werde jetzt dann noch ein paar Tests probieren, nachher auch mal mit einer höheren Geschwindigkeit die Züge fahren lassen. Aber vielleicht hat sich das Problem mit den nicht durchschaltenden M84 jetzt auch gelöst. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, also die zwei, drei Problemsignale hängen auch nicht an einem M84. Das war so mein Verdacht, dass der vielleicht eine Macke hat, sondern das sind zwei und dass zwei eine Macke haben, das ist also schon eher unwahrscheinlich. Also es wäre jetzt komisch. Glaube ich nicht wirklich. Also ich werde es jetzt einfach nochmal weiter beobachten und auch den Stromverbrauch beobachten, aber der macht mir hier überhaupt keine Sorgen. Ich kann ja nochmal rüberschwenken. Der Stromverbrauch ist also hier minimal. Mach mal das Licht aus, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Moment. Also das dürfte jetzt überhaupt nicht das Problem sein, dass da der eine oder andere M84 nicht sauber durchschaltet. Ich habe es vorher nochmal geschaut, also wenn hier auf der CS3 ein Signal auf grün gestellt ist und ich dann den M84 anschaue, dann ist der eben noch auf rot geblieben. Also wie gesagt, vor meiner Aktion, dass ich dann nochmal die M84 sauber zusammengesteckt habe. Also es kann natürlich jetzt auch wirklich an diesem provisorischen Aufbau liegen. Es ist ja klar, das ist jetzt nicht alles sauber gemacht und auch die Schienen sind jetzt sauber verlegt. Also vielleicht liegt es an der Geschichte. Ich hoffe es zumindest mal, weil wenn man so einen Fehler hat, das ist ja ziemlich nervig, auch in der Testphase. Aber jetzt läuft die Anlage eigentlich schon seit geraumer Zeit stabil, so wie sie soll. Und die Züge wechseln sich schön ab. Und die Signale schalten auch entsprechend durch. Also von daher passt es jetzt auch alles ganz gut. Ein Haribo-Zug, ein bisschen längerer Zug haben wir auf der Anlage drauf. Ja, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen fahren. Ist ja mal ganz interessant zu gucken. Was mich jetzt allerdings stutzig macht, ist, dass hier das Signal 6 auf rot ist. Weil, wenn ich das richtig überblicke, müsste das eigentlich auf grün sein. Jetzt schauen wir mal auf die CS3, dann hätten wir nämlich schon einen Fehler hier. Jetzt schauen wir mal auf die CS3 S6. Ja, und da haben wir es schon. S6 hier zeigt grün und der M84 von S6
Den muss ich jetzt nochmal schön identifizieren. Habe ich das schon aufgeschrieben? Nee, noch nicht. Aber der ist hier also auf rot geblieben. Das heißt, der hat nicht sauber durchgeschaltet. Und also das Problem besteht nach wie vor. So, jetzt habe ich das identifiziert. Also dieser S6, der hängt hier an diesem zweiten Decoder von links. Also an dem hier. Und zwar an der Position 4. Ich muss nochmal schnell auf meinen Zettel gucken. Zweiter Decoder von links, Position 4, genau. Also, gucken wir es nochmal an. Zweiter Decoder von links, das ist der. Und Position 4 haben wir hier. Und man sieht, der ist auf rot. Und auf der CS3, schauen wir nochmal. Ups. Auf der CS3 zeigt er mir ein Grün an. Tja, jetzt schalte ich den mal. Jetzt ist er rot. Jetzt hat es auch nicht geklackt. Jetzt schalte ich ihn grün. Jetzt hat es geklackt. Jetzt fährt auch der Zug. Und jetzt schauen wir nochmal. Jetzt müsste das hier grün sein. Und jetzt eigentlich auf rot umschalten. Genau, also das der vierte Anschlussplatz war kurz grün und hat dann auf rot umgeschaltet, was richtig ist, weil der Zug durchgefahren ist. Ja, das Problem mit den M84 ist jetzt gelöst. Also es war wirklich meine Chaosverkabelung, die das Problem verursacht hatte. Jetzt nicht irgendwie falsch angeschlossen, aber ich habe das Massekabel von der Schiene genommen und letztendlich hier nur einmal eingespeist und das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen grenzwertig gewesen, auch mit Kabeln mit einem kleinen Querschnitt, also war ja alles oder ist ja alles nur ein Testaufbau und da waren jetzt einfach die M84 mit Strom ein bisschen unterversorgt oder auch mit der Masse unterversorgt. Ich habe jetzt hier nochmal eine Überlandleitung gebaut, ich zeige es mal schnell, also hier ist schon der CS3 geht es heraus. Und habe hier dann entsprechend nochmal Kabel direkt gelegt. Hier, das ist meine Überlandleitung. Da geht es dann hoch über die Anlage. Und habe dann die zwei nochmal speziell an den M84 rechts an die Stromversorgung angeschlossen. Da wo es jetzt blinkt rechts außen, die zwei letzten Kabel. Und siehe da, er schaltet jetzt, oder die schalten jetzt alle richtig durch. Also es war jetzt wirklich ein Problem dieser Verkabelung. Aber wie gesagt, ist ja alles nur eine provisorische Lösung. Aber fürs Testen war es halt einfach nervig, wenn dann der Zug stehen bleibt und nicht fährt, so wie er fahren soll. Aber ich habe das jetzt hier mal so 20, 30 Minuten im Betrieb und die Züge fahren jetzt so, wie sie fahren sollen und es läuft perfekt. Das heißt, jetzt kann ich dann nochmal schauen, wo ich meine Blockstellen sinnvollerweise einrichte, weil es kommt ja jetzt auch darauf an, wo nachher die Züge dann mal stehen bleiben am roten Signal, wo es vielleicht auch jetzt gut aussieht. Und das kann ich jetzt alles wunderbar testen, weil jetzt die M84 sauber dann schalten. Und man sieht, jetzt fährt auch hier Diesellok los, wie es soll. Und hier unten eben auch reger Fahrbetrieb. Ich müsste dann gleich meine V60 wieder losfahren und dann hoffentlich auch problemlos über die Kreuzung kommen. Tut sie auch. Also von daher alle Probleme beseitigt. Jetzt kann ich noch ein kleines Bier trinken und ein bisschen Spaß genießen. Den Decoder, den baue ich jetzt heute nicht mehr ein. In meinen Talent 2 hier, der kommt dann irgendwann morgen oder übermorgen dran und dann lassen wir den auch mal schön laufen. Also, das war mal ein kurzer Zwischenbericht über Pannen und Fehler, die man bei so einem Probeaufbau machen kann. Eben auch hier mit meiner Kreuzungsweiche und ich denke, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und ansonsten soll es ja auch ein bisschen Unterhaltung sein, wenn nicht alles immer so rund läuft. Aber wie gesagt, es passt jetzt. Bis zum nächsten Video. Ciao.